So Leute, willkommen zu einer kleinen Vorstellung eines Spielmodis. Dieser ist, naja, kein richtiger Spielmodi eigentlich, sondern eher ein Gimmick. Und ja, das Ganze werde ich vorstellen auf dem It's Harry und Jerry oder It's Jerry und Harry. Ich verwechsel sie jetzt mal. Auf jeden Fall die IPs in der Beschreibung. Hypsing hatte mir das mal vor ein paar Wochen, das ist jetzt sogar schon her, mal gezeigt. Ich fand das recht lustig und habe ich mich jetzt wieder dran erinnert und habe mir gedacht, ey, wieso einfach nicht mal vorstellen? Und ja, wie gesagt, IPs in der Beschreibung. Dann geht ihr einfach hier auf den Kompass und dann zu Craft Roulette. So heißt das Ganze. Ja, also, bevor ich hier loslege, das Ganze, ihr kennt bestimmt Chatroulette, das ist so eine Website, da könnt ihr halt dann mit, käme da rein, ich gehe schon mal da rein, einfach mit Next, dann werdet ihr da mit irgendeinem reingehauen. Auf jeden Fall kennt ihr das bestimmt, das, dann ist man da im Webcam wahrscheinlich, da wird man mit irgendeiner zufälligen Person auf der Welt verbunden. Also wirklich, das ist ganz zufällig und dann kann man halt mit der schreiben, reden, keine Ahnung. Und ja, das Ganze gibt's in Minecraft. Es wird das Haus und das Spiel. Es sind gerade zwei Leute online. Das ist natürlich schade. Right, next. So, kleiner Cut gewesen. Jetzt sind wir hier mit so einer random Person halt so in einem Raum. Hi. How you play? Weißt du, was hat jemand sogar in den Chat geschrieben, sehe ich gerade. Und how are you? Auf jeden Fall sind wir dann Schweine und dann, ja, kann man da halt reden. Momentan sind da spielen das recht wenig. Es sind drei Spieler online gerade gesehen. Hey, Jerry ist eigentlich kein. Aber ja, hier, wie gesagt, hier kann man dann, habe ich noch nicht gesagt, man kann hier dann halt so ein bisschen, ein paar Sachen kann man abbauen, ein paar Sachen nicht. Also, das Glas kann man nicht, also diese Struktur selber kann man nicht abbauen, aber ich denke, Druck sollte man ja auch abbauen können, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, ja, genau, und dann kann man halt hier so ein paar Sachen machen. I don't know how to play, this is the game. Ja, oder, ja, da könnte ich mit ein paar random Leuten machen. Da das niemand spielt, kann man ja vielleicht mal so ein, könnt ihr da testen, dann werdet wahrscheinlich mit Abonnenten verbunden. Also, man kann es ja nicht richtig spielen. Es ist ja kein Spiel, es ist halt ein lustiges Gimmick. Als mehr Leute genutzt, aber natürlich lustiger. What you doing here? Recording. Und ja, das war einfach die Vorstellung. Ich finde das einfach eine hammerlustige Idee. Ich war fast inspiriert dazu, ob wir sowas auch auf The Waste machen, aber das wäre so ein bisschen, ja, geklaut, weil die Inspiration kommt natürlich schon dann von hier. Aber keine Ahnung, ich finde halt das Prinzip davon mega lustig. Keine Ahnung, vielleicht kann man sowas in einer anderen Version mal bringen. Es ist ja kein richtiges Spiel, sondern ein kleines Gimmick einfach mal so für zwischendurch. Und naja, do you don't do anything? Do don't do. I just walk. Ja, und dann das Lustige war, das ist das Traurigste an dem Ganzen. Als noch, das war vor drei Wochen. Das wollte ich nur erzählen. Don't do anything. Was ist das für ein Englisch? I don't have done, do don't have done anything. ich war dann da und dann ist das Beste wie sowieso. Da ist dann so ein, da kam ich dann so, als ich das erste Mal gemacht habe, dann direkt fragt jemand, ob ich ein Junge oder ein Mädchen wäre. Ich dann so, Junge, der dann so, und so, es ist einfach disconnected. So, da haben es, weiß nicht, da waren schon ein paar noch da online. Aber dann bin ich ja wieder, ich glaube, es war der gleiche, genau die gleiche Formulierung, so was. Dann habe ich einfach Girl geschrieben. Und dann so, hey, nice und sowas. Cool, the first girl, I meet you und sowas. Und dann fängt er an, sich darauf vorzustellen und sowas und fragt, ob man dann mal skypen will und sowas. Ich hätte das aufnehmen sollen. Ich habe das im Nachhinein so bereut, Mann. Aber auf jeden Fall, ja, das war natürlich dann schon, ja, süßes Falsch, eher traurig. Ja, also, das ist das Ganze, wie gesagt, die IPs in der Beschreibung. Ja, also, mal gucken, vielleicht setzen wir wirklich sowas in einer anderen Variante ein bisschen um. Ich finde auf jeden Fall die Idee sehr lustig. Es ist ja, wie gesagt, kein richtiges Spiel, sondern einfach nur ein bisschen, ja, Getrolle. Pop, pop. Ja, da kann man also wirklich halt hier ein bisschen was abbauen, ein bisschen was zusammenbauen, keine Ahnung. Ich stelle es mir halt lustig vor, dass man da halt mit random Leuten ein bisschen was machen kann. Ja, da baut er auch was, das Schweinchen. Ja, und also man weiß nie den Namen von anderen. So, es sind sogar ein paar mehr online. Ich denke mal, wir gehen mal ab und werden mal, oh, jetzt bin ich ganz weggehabt. Craft Roulette. So, dann machen wir einfach mal slash next. Mal gucken, ob wir mit irgendeinem zusammenkommen. Ich hoffe mal, es ist nicht der gleiche. Kam sogar direkt mit einem zusammen. Hey. Einfach mal hey sagen. Ja, genau, hier ist so ein Raum, da kann man halt Wolle rausnehmen. Meine Wolle. Gefickt ist meine Wolle. Und, da ist schon wieder mal mit dem Teams angegangen. Teams vs. Love, ich Steam. Und ja, dann kann man da halt reden. I love. Ja, ja. Ja. Nein, ich erzähl gar nicht.
Nee. Nicht schon wieder so ein Typ. Damn girl, what's your name? Was ist das? Nee. I need to see picture of the booty. Was? I don't send pictures to strangers. Just. Mit ganz vielen Rechtschreibfehlern. Zwei H's müssen da rein. Keine Ahnung, aber. So, dann stelle ich das jetzt extra auf, bevor mir ein paar Leute was denken. Ah, come on, girl. How old are you? Nee. 80. I am. Ja, da haben wir gleich ein Pedo. Wie alt sind wir? 14 sind wir. Nee, Mann. Nee, Mann. Nein, das gibt's. Ich feiere das. Eigentlich würde ich das gleich beenden. Lol, I'm joking. Oh, okay. What's your name? Dann flirten wir jetzt immer mit dem. Schade, dass man nicht seinen richtigen Minecraft-Namen noch sieht. Naja, das ist jetzt wirklich ja komplett anonym. Man sieht ja nichts von dem Schweinchen. My name is Oven. Okay, wie heißen wir? Wir formulieren mal, wenn ich ein Mädchen gewesen wäre, hätte ich Vivian. Hätte heißen sollen. Deswegen einfach mal Vivian. Mal gucken, ob jetzt irgendein Knüller noch direkt nach der E-Mail und sowas in der Bild. Nee, Mann, nee. Nee, einfach nee. I go by. Oh no. Machen wir noch so ein Katzenmeier, obwohl ich ihn auch aufmache. Ja, ich meine, das ist ja hauptsächlich ein Mädchen. Bye, girl. Oh, jetzt ist der raus. Wie schade. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Auf jeden Fall, es bockt, es ist lustig. Und ja, ihr könnt ja, wie gesagt, vorbeischauen in der Pina-Beschreibung. Und bis jetzt beim nächsten Mal wieder. Tschüss.